Hallo bei Mixe TV. Heute geht es darum, kann man eigentlich bei Amazon auch Geocaches kaufen? Da denken die meisten, klar, tippt man einfach ein Geocache und dann kann man da was kaufen. Könnt ihr gerne mal ausprobieren, was da kommt. Das, was da an Auswahl im ersten Moment kommt bei dem Suchbegriff, da empfehle ich lieber, wenn jemand wirklich was kaufen will, bei einem bekannten Händler, wo rein sich auf Geocaching spezialisiert hat, was zu kaufen. Vielleicht auch bei den Geocaching-Groß-Events oder so an der Händlerstand. Weil da sieht man dann die Sache und kann dann eher was kaufen. Aber die Auswahl ist dennoch sehr eingeschränkt. Vielleicht sind es einfach die falschen Suchbegriffe. Wenn man bei Amazon einfach mal einen anderen Begriff eingibt, zwar nicht Geocaching, sondern zum Beispiel Schlüsselversteck. Da findet man natürlich die typischen Plastiksteinchen, wo Schlüssel reinpasst und ähnliches. Man findet aber auch was ganz Interessantes, wie hier das Vogelhäuschen, wo man die Schlüssel reinhängen kann. Das sieht ja schon richtig ordentlich aus, finde ich, hat allerdings nicht viel Platz drin. Und hat einen Fehler, es hat eine kleine Öffnung, da passt kein Vogel rein, das ist nur zum Schein, aber Insekten, Biene, Wespe und ähnliches, Hummel, gehen da vielleicht rein. Deswegen sollte man da innen noch an der Öffnung ein kleines Holzbrettchen reinkleben und dann können wir das schon mal als Versteck vielleicht für ein Petling oder für eine Smalldose verwenden. Aber da geht noch mehr. Also bei Schlüsselversteck findet man schon ein bisschen was, gerade für kleinere Sachen, aber besser wird es natürlich bei Geldversteck. Amazon, Stichwort Geldversteck. Da gibt es einiges. Es gibt sehr viel Dose, wo dann aussieht, wie es Abfall wäre. Also es kommt natürlich auf die Örtlichkeit an, mit dem Wald, so ich sag mal eine Abfalldose einfach hinschmeiße, finde ich scheiße. Aber in der passenden Umgebung kann es natürlich klasse sein. Wenn man irgendwo ist, ich sag mal so losbläsmäßig, und da ist ein Regal und es sind dann viele Dosen, eine davon ist dann der Geocache, das kann dann schon interessanter werden. Aber neben der Dose, wo teilweise auch richtig gut gemacht sind, wie zum Beispiel die Cola-Dose ist sehr gut gemacht, gibt es da noch ganz viel weitere Sachen. Kleine Batterien, da passt natürlich wieder nur so ein Mini-Lok-Streifen rein oder so eine Wanduhr. Aber es gibt auch richtig tolle Sachen, wie zum Beispiel die Pepsi-Flasche. Die finde ich genial. Sieht aus wie eine volle Pepsi-Flasche. Wenn man es in die Hand nimmt, merkt man natürlich, oh, die ist ja leicht und leer und da passt ordentlich was rein. Finde ich eine tolle Idee. Was wieder ein bisschen kleiner ist, sind dann so Sachen wie Haarbürsten und so. Die sind natürlich schwer zu finden, aber hier kann man auch Infos für Stages und so verstecken. Kommt halt immer auf die Örtlichkeit an. Also was lernt man draus? Man kann im Internet mehr bekommen, wie man denkt, wenn man die richtigen Suchbegriffe hat. Hier habt ihr ein paar von mir, also Geldversteck, Schlüsselversteck zum Beispiel. Und es gibt natürlich auch andere Plattformen, nicht nur auf Amazon. Aber das Wichtigste ist, es kommt darauf an, was ihr draus macht. Wenn der an einem schönen, tollen Platz, wo man richtig alles verstecken kann, weil da ein kleines Loch in der Wand irgendwo ist, im Wald oder so, im Steubruch oder sonst was, keine Ahnung. Und ihr macht dann Haarbürsten oder so. Oder Blechdose finde ich selbst scheiße aus. Das soll immer dazu passen. Macht was Gescheites draus. Da wo ihr sagt, oh, da hätte ich Spaß, sowas mal zu finden. Und dann seid ihr auch mit solchen Verstecken gut beraten. Weiterhin viel Spaß bei Mixi TV. Euer Mixi. Ciao.